Guten Abend, die Maron. Servus, die Buren. Wir spielen hier alte Sherlocks. Ja, schon lange nicht mehr gehört. Ich grüße die Reichen, aber auch die Anständigen. Ich verstecke mich dabei hinterm Vorhang. Der echte Werner geht nicht unter. Ein Pirsch, ein Pursch, sich Arsch, herab. Schon wie ein Liebeswort. Marianlandlandl, du hast mein Herz am Bandelbandel, du hältst es fest und lässt es nie mehr wieder fort. Sie ist eine Legende. Im weißen Rösseler Wolfgangsee, da steht das Glück vor der Tür. Und ruf dir zu, guten Morgen, tritt ein und vergiss deine Sorgen. Und musst du dann einmal fort von hier, tut dir der Abschied so weh. Dein Herz, das hast du verloren, im weißen Rössel am See. Ja, es ist ein Monument, ein österreichisches Monument. Und heute im Grunde unvergleichbar. Waltraud Haas ist eine österreichische Ikone der 1950er und 60er Jahre. Sie prägte das Bild des Nachkriegsösterreichs im Film ganz wesentlich mit und begeistert gemeinsam mit den größten österreichischen Filmstars noch heute die Menschen. Hallo Dienstmann! Hallo Dienstmann! Die Koffer müssen her! Hallo Dienstmann! Hallo Dienstmann! Ich liebe dich so sehr! Liebe Liske, jetzt ist mir alles klar. Im Grunde müsste die Donau zwischen Krems und Spitz irgendwie einen mit ihr zusammenhängenden neuen Namen bekommen, sage ich jetzt mal. So berühmt ist dieses Land durch sie geworden. Waltraud Haas wächst als Tochter des Volksschullehrers Walter Haas und dessen Ehefrau Stefanie, geborene Klager, in Wien-Meidling auf. Ihr Vater stirbt, als sie 5 Jahre alt ist. Ihre Mutter zieht sie und ihren Bruder Fritz von nun an alleine auf. Ich habe meinen Vater schon vermisst, 1-2 Jahre. Und meine Mutter hat immer gesagt, was wünschst du dir vom Christkind? Und da habe ich einmal gesagt, das weiß ich noch ganz genau, ich wünsche mir gar nichts vom Christkind. Doch, ich wünsche mir was vom Christkind. Das Christkind soll mir meinen Papa wiederbringen. Und wenn es ihn mir nur aufs Dach setzt, ich hole ihn mir dann schon herunter. Stefanie Haas wohnt mit den Kindern bei den Eltern. Es ist schwer, die Kinder alleine zu betreuen. Wenn wirklich ein anständiger Mensch aus mir geworden ist, habe ich das vor allem meiner Mutter zu danken, die meinen Bruder, der um 3 Jahre jünger ist als ich, und mich ganz allein aufgezogen hat. Das Gasthaus der Großeltern auf der Meidlinger Hauptstraße ist das erste Zuhause von Waltraud Haas. Die Eltern und der Onkel unterstützen ihre Mutter und kümmern sich liebevoll um die Enkel. Dort erlebt sie auch die Angriffe der alliierten Truppen auf Wien. Wir waren meistens im Keller und einmal bin ich halt hinaufgegangen. Das war im letzten Stock ein Hochhaus, ziemlich großes Haus. Und da bin ich, da war für einen Rauchfang war so ein Ding, und da bin ich raufgeklettert, weil ich wollte sehen, wie die Amerikaner, die abgeschossen waren, wie die Flugzeuge da runterfallen. Das wollte ich sehen. Und plötzlich war ein neuer Alarm. Und die haben gedacht, um Gottes Willen, jetzt muss ich geschwind in den Luftschutzkeller gehen. Wollte runterrennen und bin runtergefallen, mindestens, ich würde sagen, 3 Meter runter. Bin unten gelegen. Und unten im Keller war mein Großvater, der hat mich schon vermisst. Der hat gesagt, wo ist die, wo ist die? Das war sehr hoch. Bitte, das war im 4. Stock. So bin ich runtergesaust dann. Ich war nicht neugierig, ich wollte die Flugzeuge näher sehen. Das sind richtig brennende Flugzeuge, haben wir da gesehen, abgeschossene und so weiter. Also, aber als junger Mensch denkt man nur dran, sich was Tolles anzuschauen. Da denkt man nicht dran, dass da vielleicht Menschen umkommen. Die Mutter von Waltraud Haas verkraftet den Tod ihres Mannes nur schwer.
Selbst in der Gastwirtschaft tätig und aufgewachsen, überlegen sich Waltraud Haas Großeltern, wie sie ihrer Tochter eine Aufgabe geben könnten. Man pachtet kurzerhand ein Restaurant in Schönbrunn. So wächst Waltraud Haas im dortigen Schlosskomplex auf. Dieses Gasthaus war in Schönbrunn, und zwar beim Meidlinger Tor, Gasthaus Stöckl. Das gibt's heute noch. Da hat sie alle Schönbrunner Kinder eingeladen, hat Theaterstücke sich ausgedacht, hat die Rollen verteilt, und wenn eine das nicht ernst genommen hat, dann hat sie es weggeschickt, wurde abengagiert. Aber sie war auch geschäftstüchtig, hat den Bruder in eine Kasse gesetzt, das war wohl nur ein Stuhl, nicht? 10 Pfennig Eintritt für die ganzen Mütter der Kinder. Und da hat sie mit einem Ernst gespielt, als wenn sie schon auf der Bühne stehen würde. Waltraud Haas begeistert sich von klein auf für die Schauspielerei. Sie liebt es, sich in Szene zu setzen. Immer an ihrer Seite ihr Bruder Fritz, mit dem sie im Schlosskomplex trotz der schweren Zeit eine zum Teil unbeschwerte Kindheit erlebt. Die Angriffe der Alliierten hinterlassen große Schäden. Auch das Schloss Schönbrunn und der Park werden größtenteils zerstört. Waltraud Haas erlebt den Einmarsch der Russen in Meidling als Kind mit. Da war dann die Zeit, wo die Russen gekommen sind. Die sind von oben heruntergekommen, über den Grünen Berg. Und da hat es geheißen, sofort verstecken die Kinder. Und ich habe ja wunderschönes blondes Haar gehabt. Und da haben sie mich dann, meine Mutter hat mir dann die Haare nicht gefärbt, aber eine Perücke aufgesetzt und das Gesicht geschminkt ganz dunkel. Und wir haben uns versteckt dann im Keller unten. Aber trotzdem hat einer der Russen hat mich dann entdeckt. Und dann hat zu meiner Mutter gesagt, du graben schöne Mädchen, warum du schmutzig? Du schäme dich, du musst ein Mädchen waschen. Immer mehr verfestigt sich bei Waltraud Haas der Wunsch, Schauspielerin zu werden. Doch die Großeltern haben das letzte Wort und drängen die Mutter auf eine solide Ausbildung für die Enkelin. Und habe wirklich mit 17 Jahren die Gesellenprüfung in Schneiderei gemacht. Ach ja, ja, kannst du den Begriff annehmen. Zwar nur mit gut, bitte, aber ich habe es doch bestanden. Ja. Als Wirtstochter lernt sie im Schönbrunner Stöckl schon früh die großen Stars der Theater- und Filmwelt kennen und versucht, mit ihnen in Kontakt zu kommen. Die werden auch aufmerksam auf die junge, hübsche und selbstbewusste Frau. Es ist ja in der Nähe des Schönbrunner Schlosstheater, wo auch das Reinhardt-Seminar ist. Naja, es war halt der Paul Hörbiger da und der Friedli Wehr, der Lehrer war im Reinhardt-Seminar. Der Paul Hörbiger war sogar ein Stammgast, der hat immer gesagt, die besten Enten, die gibt's bei der Frau Haas. Ein großes Vorbild für die junge Waltraud Haas ist Rudolf Brack. Sie verehrt ihn und wird zu seinem größten Fan. Er hat gewohnt in der Hartigasse, genau im ersten Haus. Und da ist unten ein Park. Und da war ein Bankerl. Und da bin ich immer gesessen und gehofft, dass ich ihn irgendwo einmal so. Und später hat er einmal gesagt, da ist einer immer gesessen auf den Bankerl. Sag ich, ja, das war ich. Ich habe es ehrlich gestanden, dass ich das war, die immer hinaufgeschaut hat auf ihn. Sag ich, stört Sie das sehr? Sagt er, eigentlich schon. Aber jetzt weiß, wo ich weiß, dass das du bist, dann schau nur weiter. Da ist der Friedli Wehr gekommen. Ja, Friedli Wehr vom Reinhardt-Seminar. Genau, und der war auch Stammgast hier. Und der hat gebraucht für ein Kinderstück Jugendliche. Und die Hase natürlich feisch, blond, ja. Und, sehr jugendlich. Und hat dann zu der Mama gesagt, ich brauche ihre Tochter. Das könnte man in der heutigen Zeit nicht sagen. Ja. Für Theaterstück. Und die Mama hat dann sehr geschäftstüchtig gefragt, und was ist die Gage? Hat er gesagt, ein Wurstsemmel. Hat die Mama gesagt, gemacht. Es war mein erster Auftritt. Mein allererster Auftritt. Da gab es in Wien eine Tanzlehrerin, die hat im Stöckl, wie sie mich gesehen hat, gesagt, möchtest du nicht bei mir tanzen lernen? Und bin ich halt gekommen und da habe ich tanzen lernen. Ich habe eine unendliche Ehrfurcht immer gehabt vor den großen Stars und habe sie natürlich immer nur so von der Ferne bewundert. Nicht? Und einmal wollte ich halt, dass doch diese großen Stars von der Nähe erleben. Und da habe ich gehört, dass ein neuer Film gedreht wird im Rosenhügel. Und zwar war das in den letzten Kriegsjahren, Schrammeln hat der geheißen. Und da hat also der Paul Hörbiger mitgewirkt und ich habe mich da gemeldet bei der Aufnahmeleitung. Ich wurde geschminkt, bekam ein schönes Kleid und eine Frisur. Trotzdem, der Paul Hörbiger hat mich aus der Riesenschar der Komparsen sofort herausgefunden und auf einmal gesagt, du Kleine, komm mal her. Bist du nicht der Frau Haas, ihre Trauti? Ja. Was machst denn du da? Ich sage,
Schauspielerin will ich werden. Sagt er, na, da wirst du es bestimmt nicht. Wenn es dir ernst ist, dann geh in die Schule und lerne diesen Beruf richtig. Ich wollte zuerst gehen ins Reinhardt-Seminar, aber dann hat man mir gesagt, sei vorsichtig, die sind sehr, sehr hart. Sag ich, naja, was soll ich denn machen? Dann bin ich ins Preiner Konservatorium gegangen und dort habe ich nicht nur eine wunderbare Gesangslehrerin auch gehabt, die mir bei der Gelegenheit auch das Singen beigebracht hat. Die Patentante ist Putzfrau bei Julia Janssen und bittet die Burgschauspielerin, das junge und in ihren Augen talentierte Patenkind zu unterrichten. Am Vormittag bin ich zur Burgschauspielerin Julia Janssen gegangen und am Abend ins Konservatorium. Und dadurch, dass ich dann zwei verschiedene Lehrer hatte, Frau Janssen hat in mir immer gesehen, die Melita, also das Gretchen. Aha. Und in der Schauspielschule war ich der Lausbur, die Franziska, die Viola. Und so kam es, dass ich dann bei meinem ersten Vertrag im Landestheater Linz stand im Vertrag, engagiert als jugendliche, muntere, naive, sentimentale Liebhaberin mit fallweiser musikalischer Verwendung. Ich habe am Nachmittag die Stasi in der Czardasch-Fürstin gespielt, die Soubrettenpartie, und am Abend im selben Haus, das war das Landestheater Linz, und unten im selben Haus im Keller waren die Kammerspiele. Und da hatten wir Rainer im Helden. Ja. Und die hatte ich mit schwarzer Perücke gespielt. Und die Vorstellung lief schon. Unten. Der Inspizient stand schon und hat gesagt, Finale, Finale, Czardasch-Fürstin. Also die Szene war aus, ich die Perücke herunter, hinaus, gesaust schnell ins Landestheater. Tausend kleine Englein singen, habt euch lieb. Ne? Und so, da bin ich wieder zurück. 1947 folgt der erste große Karrieresprung. Durch einen Zufall bekommt sie in einer Willi-Forst-Produktion die Hauptrolle der Mariandl Mühlhuber im Hofrat Geiger. Sie ist gerade einmal 17 Jahre alt. Komm. Mariandl, Andl, Andl, du hast mein Herz am Bandl, Bandl. Ich hatte einen Kollegen im Landestheater Linz, den Louis Soldan. Und der war damals schon engagiert für die Rolle des Hans. Also das ist der Liebhaber des kleinen Mariandl. Und der ist eines Tages gekommen zu mir. Er hat den Hamlet gespielt, erinnere ich mich noch. Und ich bin immer gestanden und habe zugeschaut, wenn es möglich war, die Vorstellungen. Und plötzlich deutet er mir, Bart, ich muss dir was sagen. Und ich dachte, Soldan, was will er von mir? Und er hat gesagt, du pass mal auf, die suchen verzweifelt ein junges Mädchen für die Rolle des Mariandl. Es ist ihnen keine Jungfrau. Die sollte 17 oder 18 sein, aber ausschauen wie 14. Sagt er, du schaust doch so jung aus. Du schaust doch eher aus wie ein Kind. Sag ich, aber wie komme ich denn nach Wien? Zu wenig Geld habe ich gehabt für die Bahnfahrt. Außerdem sind die Züge damals auch nicht so gegangen. Ich wusste, ich habe einen Tag frei. Jetzt habe ich mich, das war damals die Demarkationslinie, auf die Straße gestellt im Februar und bin mit einem Lastwagen nach Wien gefahren. 7 Stunden damals. Aber völlig durchfroren bin ich natürlich dann in Wien angekommen, habe ich mir nur schnell geduscht und habe mich umgezogen und bin in die Willi-Forst-Film gegangen und habe mich halt dort brav hingesetzt. Dann plötzlich geht die Tür auf und hereinkommt der Willi-Forst, der mich keines Blicks gewürdigt hat, aber hinter ihm ein kleiner, flinker Herr, der durchging und plötzlich, so wie dieser typische amerikanische Spätzündung, bleibt er stehen und sagt, da, Willi, da, da sitzt sie. Das ist mein Mariandl. Aus alten Unterlagen erfährt der Hofrat Geiger, gespielt von Paul Hörbiger, dass er eine uneheliche Tochter mit Marianne Mühlhuber im Film Maria Andergast hat, die er im Sommer 1929 in Spitz an der Donau kennengelernt hat. Doch die Mutter von Mariandl verbietet dem Vater den Kontakt zur Tochter. Er begegnet seinem Kind aber zufällig und beschließt, in Spitz zu bleiben. Nur durch einen Trick in einem Amtsverfahren bringt er die Mutter dazu, dass sich am Ende alles doch zum Guten wendet. Ich kann schon zu meinem Vater aussuchen, wen ich kennt. Wir sind damals in der Wachau gewesen und da musste ich immer eine Beschützerin haben. Gott sei Dank hatte ich die, weil da eine Kollegin war, die meine Mutter gespielt hat, das war die Maria Andergast. Und die war dann meine Beschützerin. Die hat auf mich immer aufgepasst. Die russische Besatzung kontrolliert zu der Zeit den Drehort Wachau. Sie haben das Filmteam unter Beobachtung. Ein kleines Lied wird der Filmcrew fast zum Verhängnis. Der Krampus und der Nicolo sind miteinander nach Russland gegangen, sind bis heute noch nicht da. Und alle haben furchtbar gelacht. Und die Russen haben gesagt, die hat uns ausgelacht. Jetzt wollen sie die Andergast verhaften. Und ich, das ist die, war meine Mutter in dem Film. Das konnte ich doch nicht zulassen. Jetzt bin ich denen nachgerannt,
Hab außerdem gewusst genau, wo der Produzent wohnt. Und bin dorthin gegangen und gesagt, die nehmen die Andergast haben sie ver... Und der ist dann gekommen mit der Polizei und die Polizei hat das dann gelöst, die Situation. Aber sonst würden... Vielleicht wäre ich heute auch nicht mehr da. Die hätten mich auch noch gleich mitgeschnappt, natürlich. Der Hofrat Geiger hat einen wahnsinnig aktuellen Bezug gehabt für die damalige Zeit. 1947 gedreht, in den Nachkriegswirren, wo also den Leuten das Essen noch wahrlich irgendwie am Teller gefehlt hat. Und das hat man ihnen auch, diesen Spiegel hat man ihnen auch gezeigt. Ja? Und trotzdem hat man die heile Welt in Spitz an der Donau gefunden, die dann doch nicht so heil war, weil eben der Hofrat ein bisschen ein Hallodri war und die Mutter mehr oder minder sitzen hat gelassen mit der Tochter. Und das war damals für viele, wo der Vater im Krieg blieb oder nicht nach Hause kam oder noch in Gefangenschaft war. Man wusste ja vieles zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ich bitte dich, Großvater, sein zu empfinden. Nein, aber du weißt doch, dass man jedes einzelne Haar wehtut. Ja, schau, daran hättest du gestern denken sollen. Hat er wieder geklopft? Ja, herein. Guten Morgen, Herr Graf. Guten Morgen, Frau Rosi. Ich hoffe, Sie haben gut geruht. Waltraud Haas spielt viele Rollen mit dem damaligen Schauspielstar Hans Moser. Zwischen den beiden entsteht im Laufe der Zeit eine enge Freundschaft. Ich habe unendlich viel von ihm lernen können. Obwohl ich es am Anfang nicht immer so ganz leicht mit ihm gehabt habe, denn der hat ja sehr oft improvisiert, nicht? Und wenn ich dann also laut Text eben weitergesprochen habe, dann hat er immer gesagt, ja, na warte ein bisschen, du bist ja noch nicht dran. Ich habe gesagt, entschuldige bitte, Hansi, da schau, da. Stichwort, liebes Kind, Stichwort. Du musst warten musst du. Und da habe ich halt gewartet, ne? Da hat er gesagt, na, was ist jetzt drin zu holen, jetzt ist ein Loch. Sag ich, Hansi, bitte, ich weiß wirklich nicht, wann ich reden darf und wann ich nicht reden darf. Sagt der Hasilein, mein Schatz, das muss man doch spüren muss man das. Nicht aufs Hirn, aufs Herz kommt's doch an. Herr Ober. Bitte sehr. Geht's bitte, bringen Sie mir einen Kaffee. Ohne Haut, ohne Schluck, Obers, passiert sehr heiklich, mehr braun und sehr heiß. Bitte sehr. Ja. Und zwei Kipferl. Hallo, zwei Kipferl. Er ist dann auch gekommen, auch zu uns ins Lokal, ins Stöckl ist er gekommen. Und dann ist er da gesessen. Er hat halt nur eigentlich ganz gerne kein Nicht bezahlt. Also das ist ja eigentlich nicht unbedingt notwendig, weil er ja ein berühmter Mann war. Aber er war mein Schatz. Ich habe ihn sehr geliebt. Damals war ja noch streng der Zoll und er hat aus der Schweiz einen Kaffee mitgenommen. Und bei der Grenze hat der Zöllner ihn gefragt, was ist in dem Sack drinnen? Hat er gesagt, das ist ein Vogelfutter für mein Pipsi. Aufmachen. Na ja, das ist doch Kaffee. Er hat gesagt, jö, das ist ein Kaffee. Na okay, also wenn das Viech das nicht frisst, dann kriegt es gar nichts. Ja. Er war mein bester Freund. Und es gibt auch ein Lied, was ich immer von ich singe, mein bester Freund war der Dienstmann Nummer 7. Hans Moser, du warst immerzu der Herr im Haus. Sogar als Ekel musste man ihn einfach lieben. Und erst als Frosch in der Fledermaus von Strauß. Oh, der Herr Kanzleirat träumt von der Heirat und wollte schon gern ein Reblaus sein. Ich sag, meine Referenz, du alter Freund, du sitzt bestimmt auf deiner Wolke jetzt im Himmel. Lass jetzt die Engel lachen, lass sie selig sein und trinkst mit Petrus ganz bestimmt ein Viertel Wein. Servus, Hansi, Prost! Hallo, Fräulein! Sie sagen Sie, was machen Sie da in dem Bett? Waltraud Haas etabliert sich als vielbeschäftigte Schauspielerin im österreichischen Unterhaltungsfilm der 50er Jahre. Ich werde Ihnen gleich sagen, wie viel es geschlagen hat. Die Waltraud ist eine der Institutionen Österreichs. Man kann das ruhig so sagen. Sie hat es auch vor allen Dingen in der großen Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg geschafft, in der Filmszene so eingesetzt zu werden, dass sie ganz einfach diesen Status bekommen hat. Aber wenn man einen Hausstand gründen will? Ach, aufs Heiraten läuft's hinaus. Na, das können Sie doch auch als Geselle. Außer Ihre zukünftige ist eine Meisterstochter. Kann man schon gratulieren? Gratulieren? So weit ist es noch lange nicht. Aber Sie sind sich schon einig? Ja, einig schon. Was? Sie sind sich mit ihr schon einig? Nein, nicht mit ihr. Mit mir bin ich einig. Mit mir, Fräulein Peppi. Sie weiß noch gar nichts davon.
Aber dann würde ich es ihr doch endlich einmal sagen, Johann. Sie wird von nun an in ganz bestimmten Rollen besetzt. Meistens spielt sie das nette, unbeschwerte, naive, süße Mädel. Und das war sie auch. Blond, blaue Augen, süß, zum Verlieben, keine Frage. Und da hat sie halt das Beste gemacht. Schauspielerisch halt hätte sie sich vielleicht manchmal auch was anderes gewünscht, aber das ist halt nicht so passiert. Noch was, Frau Professor, bitte. Habe ich die Hauptrolle hier nur bekommen, weil der Alex, ich meine der Herr Lischka, für mich gesprochen hat? Oder halten Sie mich für ein bisschen begabt? Machen Sie sich keine Sorgen, Hansi. Sie sind wirklich sehr süß in der Rolle. Die Susi, wie war die schön? Belogen, belogen und betrogen. Doch jetzt wird ausgezogen. Ich fahre jetzt schon mal aber auf. Ich bin ja nicht so aufgeregt. Ich will dich doch beruhigen. Du spuckst mich an. Ja, ich wollte schon rein. Frau Professor, bitte spucken Sie mich auf. Aber natürlich, Hansi. Und nicht vergessen, schön richtig atmen, ja? Also es ist natürlich so, dass sogenannte leichte Filme oder Unterhaltungsfilme auch ihren Wert haben. Sie sind auch gerade in dieser Zeit oft sehr professionell gemacht. Da sind Profis dahinter, die nichts dem Zufall überlassen, die genau wissen, wie besetze ich die einzelnen Rollen, wie schaut die Ausstattung aus, welche Musik, Schlager bringe ich hier hinein, und das ist genau durchkonzipiert. Und dementsprechend große Erfolge waren es dann letztlich auch immer sehr weithin bekannt. Und bis heute kennt man diese Filme, weil sie ja immer wieder auch gezeigt werden, allen voran in den Fernsehanstalten. Damals hat es einen österreichischen Film gegeben. Das hat jetzt nichts mit Wehmut des Patriotismus zu tun oder so in die Richtung, sondern das Idiom haben die Leute gehört. Es war ihnen ganz einfach wichtig, die eigene Sprache, das eigene. Also wenn wir jetzt das Rössl herausnehmen, das ist sicher signifikant, das spielt in Österreich, es spielt an einem berühmten See, mit einem berühmten Hotel, mit eigentlich sehr berühmten Kollegen von Waltraud Haas. Die Leute sind sicher damals ins Kino gelaufen. Es gab da irgendwann einmal ein Remake, der den Erfolg nie gehabt hat, als das Original damals hatte. Es ist so, dass ich natürlich vor allem Heimatfilme gedreht habe, die nicht unbedingt als künstlerisch wertvoll vielleicht gelten. Aber ich stehe nach wie vor noch zu diesen Filmen, denn die sind zu einer Zeit entstanden nach dem Krieg, wo man eigentlich sehr viel Positives nur wollte, immer nur Schönes sehen, Landschaft und so. Und die Storys, die Geschichten waren menschlich, waren rührend. Woran denkst du? Und du weinst ja. Weiß nicht. War gerade nur recht lustig. Wie ich da so schaue, fallen mir auf einmal alle ein, die mir recht nahe gestanden sind. Es gab in München eine Journalistin, die immer einmal im Monat ein Treffen gemacht hat mit bekannten Leuten. Und die hat sie dann interviewt. Und ich komme herein und die Leute waren schon da. Und sie sagt auf einmal in einem derart negativen Ton, oh, wir haben heute die große Ehre, die Königin des Heimatfilms bei uns zu haben. Ich habe gesagt, entschuldigen Sie bitte, bevor Sie weitersprechen, warum sagen Sie das in einem so negativen Touch? Ich habe in dieser Zeit Filme gedreht, wo es den Leuten schlecht ging, wo sie eigentlich glücklich waren, Positives zu sehen, Heimat zu sehen. Dafür brauche ich mich nicht zu schämen. Ich habe riesen Applaus gehabt und die hat kein Wort mehr mit gesprochen an dem Abend. Habe ich doch recht gehabt. Der Beruf ist am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, mit dem Quantum Glück zu sein, das all diese Dinge ausmacht, um dann eben durchzustarten. Wenn das passiert, ist es gut. Bei ihr war es Mariandl und ging dann bis zur Rösslwirtin, wo sie ja entzückend war. Auch keine leichte Rolle neben diesem Schwergewicht Peter Alexander. Und sie hat das aber bravourös gemeistert. Also das zeigt schon von ihrer schauspielerischen Qualität. Im Salz kann man gut, da kann man gut lustig sein. Wann die Musik spielt, Aldrio. Im Salz kann man gut, da kann man gut lustig sein. So wie nirgendwo, Aldrio. Es blüht der Holunder den ganzen Sommer mitunter. Und nur die Liebe, die blüht das ganze Jahr. Im Salz kann man gut, da kann man gut lustig sein. Ja, das haben wir immer so, Aldrio. Man sagt ja immer, wenn ein Theater zusperren soll, sagt man, naja, spülen wir nur einmal das Weiße Rössl, quasi als Rettungsversuch. Also das ist eine ur-urösterreichische köstliche Sache, dieses Weiße Rössl. Und ja, da hat sie eben die Hauptrolle gespielt. Ne? Treten Sie doch einmal näher.
Frau Chefin, wenn Sie wüssten, wie gern ich Ihnen nahe trete. Was soll denn das hier heißen? Herz am Spieß, Herz am Grill, Herz gedünstet, Herz bekannt, Herz, Herz, Herz gestrichen. Aber ich habe mir nur gedacht, was uns hier fehlt, ist vor allem Herz. Was hier fehlt, ist Hirn, vor allem Ihnen. Im Weißen Rössl ist Waltraud Haas natürlich die zentrale Person. Sie ist eine sehr patente Rösslwirtin, die sich um alles kümmert, die alle auch antreibt und die dann umschwärmt wird von einem Kellner, der eigentlich untergeordnet ist. Und der ist auch zu Beginn nicht erfolgreich, wirft ihr auch ein bisschen so subtil vor, dass sie eigentlich keine wirkliche Frau ist. Aber am Ende erhört sie ihn dann doch und dann ist sozusagen wieder Ruhe eingekehrt. Und das Rollensystem ist auch wieder so erfüllt, wie man es sich eigentlich auch vorgestellt hat in der damaligen Zeit. Gibt der Toni seiner Froni und die Froni ihrem Toni so ein Bussel, 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 das ist Krach. Bei mir wird's auch gleich krachen. Ja, da schaut halt der Ochs und die scheckige Kuh. Und sie schauen sich an und sie blinzeln sich zu. Und der Himmel ist blau und das Lüftel ist lind. Denn ein Kuddelmuddel auf der Räum ist Kassett. Eine Hollywood-Schaukel? Auf Raten. Und wir waren beide in St. Wolfgang. Und wir haben uns zwar schon gekannt, aber ich wollte ganz gerne einmal ihn näher sehen, weil ich gesehen habe, der hat eine Szene, wo er im Wasserski fährt. Da ist ein Sessel gewesen und der ist schon in der Nähe vom Wasser gestanden. Und ich habe mich da hingesetzt. Plötzlich kommt ein Herr, sagt er, das ist der Sessel vom Herrn Alexander. Sag ich, ja, sehr, sehr schön, aber ich beiße mich auch nicht so. Wenn er rauskommt, dann werde ich ihm den Platz lassen, wenn es sein muss. Ja, erstmal können Sie vor lachen. Und dann ist er aber plötzlich gekommen und sagt, ist irgendwas nicht in Ordnung? Sag ich, ja, die segieren mich da, dass ich da... Nein, dann hat er gesagt, kommt überhaupt nicht in Frage. Die Frau Haas, selbstverständlich bleibt die hier sitzen. Wenn sie mir zuschauen will, mich die Wasserski-Szene fährt, dann soll sie das machen. Und so haben wir uns dann irgendwie sehr bald sehr befreundet. Wenn Sie nichts dagegen haben, möchte ich jetzt gehen. Entschuldigen Sie mich bitte. Bitte, ich kann Sie nicht zurückhalten, Herr Brandmeier. Nein, das können Sie auch nicht. Aber immerhin haben Sie Anspruch auf ein Zeugnis. Es liegt seit gestern für Sie bereit. Sie können es sich nachher bei mir holen. Zum Beispiel die Liebesszene, das war natürlich ein Wahnsinn. Da sollte er mich packen und küssen. Und das ging mir so schwer, weil die Frau immer hinter der Kamera stand. Er sagt, was machen wir denn jetzt? Sag ich, Hilde, bitte sei so lieb. Lass uns bitte 10 Minuten allein, bis diese Liebesszene vorbei. Das geht so nicht, das wird nichts. Und die Hilde gesagt, ja, dann ist sie gegangen. Hat mich der Peter dann gepackt und abbusselt. Und da hat er gesagt, endlich habe ich das so weit. Und das war dann die schönste Szene im Film, wie er mich gepackt hat, geküsst hat und wieder losgelassen, und wieder, weil ich schon wieder so gemacht habe. Also, wir haben uns wirklich sehr, sehr gut verstanden. Ach, das liebe Frau Josefa, Frau Peppel, ist denn das wirklich wahr? Ja, Leopold, wenn du mich noch magst. Was heißt magst? So was Dummes. Haben Sie das gehört? Wir kriegen ein neues Frauen. Oh, Peppel. Du schaust weg. Es stimmt. Frau Chefin, Sie werden gewünscht. Unten in der Bar wird Verlobung gefeiert. Oh, pardon. Hier ja auch. Raus! Herr Dr. Ulrich Hansen, ist es Ihr freier Wille, Fräulein Regine Röders zu ehelichen? Dann sprechen Sie ein lautes und vernehmliches Ja. Klar. Nicht klar, ja. Ja, klar. Und Sie, Fräulein Regine Röders, ist es Ihr freier Wille, Herrn Dr. Ulrich Hansen zu ehelichen? Dann sprechen Sie ein lautes und vernehmliches Ja. Ja. Und dann kann ich mich noch gut erinnern an den letzten Film. Und da habe ich gesagt, Peter, weißt schon, gell, dass das heute der letzte Drehtag ist. Hör auf, das will ich gar nicht wissen. Sag ich, du schau, wir müssen damit rechnen, dass wir uns eben nicht mehr wiedersehen.
Und da sind wir beide, haben wir beide geweint. Peter hat angefangen zu weinen und so habe ich gesagt, hör auf, dann habe ich auch geweint. Also wir haben uns sehr, sehr gut verstanden. Für die Ehe sollte es im richtigen Leben für die Schauspielerin allerdings noch etwas länger dauern. Ihre erste Verlobung feierte sie im Jahr 1953 mit dem Radrennfahrer und Sportler des Jahres 1951, Hugo Koblett. Ich weiß, ein Schweizer Radrennfahrer. Und sie sind aber dann auseinandergegangen, weil der hat ein Engagement in Südamerika gekriegt, ich glaube in Peru. Und er wollte sie mitnehmen. Er hat gesagt, nein, ich mache meine Karriere hier. Schon 1948 hat sie ihr erstes Rendezvous mit ihrem späteren Ehemann Erwin Strahl. Doch bis zur Heirat sollen noch viele Jahre vergehen. Noch heute setzt sich Waltraud Haas gerne auf einen gemeinsamen Platz am Ufer der Donau. Ich denke dann natürlich auch immer sehr viel an meinen Mann, weil wir dann da immer, bin ich immer runtergegangen mit ihm an die Donau und wir haben uns gemein. Und jetzt ist es so, dass ich jetzt mich gerne dort auf das Bankerl setze und abwarte, bis die Schiffe kommen. Und früher war es halt so, dass der Kapitän immer gesagt, langsam, langsam, wir müssen dort, wo das Bankerl ist, müssen wir stehen bleiben, weil wir müssen die Frau Haas grüßen. Also es ist immer eine wunderschöne Zeit gewesen. Wenn wir beide gemeinsam hier waren, waren wir mehr ganz privat. Also wollen Sie nun Ordnung in Ihre Steuer kriegen oder nicht? Ich will. Oh, aber nicht so früh am Morgen, ja? Sie stehen jetzt sofort auf. Auf Ihre Verantwortung. Aber ich mache Sie darauf aufmerksam, dass ich die Gewohnheit habe, ohne Pyjama zu schlafen. Ah! 1948, wo wir uns kennengelernt haben, hat sie auf das erste Rendezvous vergessen. Das trage ich ihr heute noch nach. Ja, er war mir zu fesch. Ich habe mir gedacht, der bleibt mir nicht. Am 28. Juli 1966 heiratet sie Erwin Strahl in St. Gilgen. Regisseur Franz Antl filmt die kirchliche Trauung bei den Dreharbeiten zu einer Produktion am Wolfgangsee. Doch die beiden verbieten die Anwesenheit des Filmteams in der Kirche. Da hat also der Franz Antl uns ein Angebot gemacht. Bitte lasst mich eure Hochzeit in den Film einbauen. Dann haben wir gesagt, na, also das wollen wir nur wirklich nicht. Denn also das Ja zum ersten Klappen, also das muss nicht unbedingt sein. Sagt er, okay, alles was in der Kirche ist, gehört euch. Aber ab der Kirche, da gehört ihr mir. Und der ist ja nicht dumm. Der hatte tausende kostenlose Komparsen, die natürlich da waren. Und sie wird auch bestimmt niemals wieder sein, dass unsere echte Hochzeit in einen Film eingebaut wurde. Und zwar in dem Film 006 am Wolfgangsee. Eine Fremdenverkehrsattraktion erster Güte hat St. Gilgen zum Treffpunkt der Fotografen gemacht. Die standhafteste Junggesellin des österreichischen Films, Waltraud Haas, heiratet ihren Kollegen Erwin Strahl. Ich habe ja im Laufe meiner ziemlich langen Filmkarriere sehr viel Schlechtes gesehen. Ich habe immer wieder Partner gesehen, die sich also eben einfach aufgrund der räumlichen Trennungen auseinandergelebt haben. Und da habe ich gesagt, wenn ich einmal heiraten werde, dann bestimmt keinen Schauspieler. Und was habe ich geheiratet? Einen Komödianten. Am 2. Juli 1968 ist das Glück von Erwin Strahl und Waltraud Haas komplett. Ihr Sohn Markus wird geboren. Doch viel Zeit bleibt den beschäftigten Eltern nicht für den gemeinsamen Sohn. Die Mutter zieht ins Haus der beiden Schauspieler in Hietzing ein. Ich hatte schon einen Vertrag abgeschlossen gehabt, den ich leider, muss ich sagen, 7 Wochen nach der Geburt einhalten musste. Also ich musste abgestillt werden und das war für mich furchtbar, denn ich habe das Gefühl gehabt, ich gebe dem Kind nicht das, was ihm eigentlich zustehen würde, meine Milch. Es war also ganz, ganz furchtbar für mich. Ich habe gesagt, ich vernachlässige das, wie kann ich das machen? Aber der Vertrag musste eingehalten werden. Mit Hans-Jürgen Bäumler geht Waltraud Haas auf Tournee. Das Stück Ein Engel namens Schmidt durch 60 deutsche Städte wird ein großer Erfolg. Waltraud Haas hat große Sehnsucht nach ihrem Sohn. Ihre Mutter übernimmt in Wien gemeinsam mit Erwin Strahl die Erziehung. Da war ich schon 67, aber ich habe mich jung genug gefühlt, ihn aufzuziehen. Haben Sie ihn sehr verwöhnt? Wie jede Großmutter. Ich glaube, es wird wenige geben, die... Mein Schwiegersohn ist zwar manchmal ein bisschen böse darüber, nicht? Warum? Weil er sagt, man verdirbt ihn eben im Kindesalter und in der Jugend. Ich war eigentlich immer meine zweite Mutter. Und sie hat mich also genauso bemuttert wie die richtige Mutter. Das werde ich auch meinem Vater immer hoch anrechnen. Das ist nicht so einfach, glaube ich, mit der Schwiegermutter unter einem Dach zu leben. Viele, viele Jahre.
Und das hat aber super funktioniert. Und die Omi war dann in der Zeit, wo die Eltern beruflich unterwegs waren, meine Ersatzmama. Insofern konnte die Mama eigentlich alle ihre Pflichten vom Herzen her und vom Kopf her leben. Es ist eine Harmonie gegeben, für die wir nichts getan haben. Aber wir sind auch nicht so dumm, das für selbstverständlich zu halten. Wir genießen es und wir bemühen uns auch, das auszubauen, zu halten und uns lieb zu haben. Waltraud Haas zieht sich aus der Filmwelt etwas zurück. Sie wendet sich wieder dem Theater zu und tourt durch die Schweiz und Deutschland. Das Ehepaar Haas-Strahl feiert viele Erfolge mit Komödien, für die Erwin Strahl Regie führt. 2011 stirbt Erwin Strahl. Er steht mitten in einer Regiearbeit für das Gloria-Theater. Seine Frau und sein Sohn sind erschüttert und gehen nur sehr schwer mit dem Verlust um. Seit der Erwin nicht mehr bei mir ist, ist es manchmal natürlich schon sehr, 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 sehr traurig. Aber ich habe Gott sei Dank den Markus. Der Markus ist mein ganzes Glück. Da sage ich immer, der Markus ist mein Himmel auf Erden. Markus Strahl übernimmt den Part des Regisseurs im Sommertheater in Weißenkirchen in der Wachau, wo er seine Mutter wieder im Hofrat Geiger spielen lässt. Die Filme haben mich schon interessiert, auch ja. Aber die Bühne ist halt das Leben. Das ist ganz was anderes. Ich habe richtig gern das Gefühl, dass ich da eigentlich hineingehöre, in dieses Leben. Der wirkliche Durchbruch auf der Bühne ist halt nicht so gekommen. Da wurde dann halt auch der Hofrat Geiger gespielt in der Josefstadt damals, also in den Kammerspielen. Und ja, zwar mit dem Maxi Böhm und so weiter, aber man hat jetzt nicht gesagt, ja, wir nehmen jetzt die Frau Haas her und machen, weiß ich nicht, die Mutter Courage oder so irgendwas. Das war ja nicht vergönnt. Ich darf nicht undankbar sein. Dem Film habe ich meine Popularität zu verdanken. Aber das Theater ist mein Leben. Denn wenn ich rauskomme und sehe das Publikum, wenn ich im Film bin, dann sehe ich in ein schwarzes Kastel. Ob ich gut bin, kann ich dann erst nach Monaten vielleicht feststellen. Aber jetzt im Theater weiß ich, wenn das Publikum mich gern hat, dann weiß ich, dass ich gut war. Auch habe ich mir ja zum Geburtstag gewünscht, einmal noch die Alte zu spielen im Hofrat Geiger. Habe ich ein gewischtes Kindergang, mein Suppen möchte mehr trappte. Das ist die beste Rolle. Nach dem 17-jährigen Mariandl, nach der 30-jährigen Mutter ist das die absolut beste Rolle. Und ich habe gesagt zu Markus, bitte lass mir die zu meinem Geburtstag einmal noch spielen. Für diese Rolle der 80-Jährigen muss sie eine Stunde in der Maske sitzen, weil sie einfach so jung aussieht. Danke. Wäre schon ein Glück für das Marl, wenn es einen Vater hätte. Ja? 2015 stürzt Waltraud Haas über die Kellerstiege, bricht sich den linken Arm, zwei Rippen und einen Halswirbel. All das kann die Vollblutschauspielerin nicht abhalten, auf der Bühne des Gloria-Theaters Premiere zu feiern. Ich weiß, dass sie damals, als sie aus der Narkose erwacht ist, mit diesen Nägeln da im Genick, die ja vorhanden sind, und ihr erster Satz war, kann ich spielen. Also sie hat sehr wohl immer ans Theater gedacht und ihre Verpflichtung, das war ihr heilig. Du bist die Rose vom Wörthersee. Ich muss es schaffen. Und wenn ich es mit der Halskrause schaffe und wenn ich es mit diesem Gips da schaffe, ich spiele. Ich kann mich noch gut erinnern, als sie da aufgetreten ist, bei der Premiere, bei diesem Stück, war das ein tosender Applaus, der sogar in Standing Ovations umgeschlagen hat, weil alle froh waren, sie zu sehen. Und das ist schon etwas, was ein großes Privileg ist. Weil sie ist eine so fantastische Partnerin auf der Bühne. Von ihr kommt so viel. Und wenn sie einem zusammenscheißt, wenn man ein Blödsinn macht, ist man wirklich im Moment persönlich so betroffen, dass man so einen Zitterer in sich hat. Und das ist aber der Stoff, aus dem wirkliches Theater ist. Also das war wunderbar, mit ihr zu machen. Noch heute ist Waltraud Haas ein Publikumsliebling. Über 70 Filme und unzählige Theaterstücke haben sie zu einer Legende der österreichischen Unterhaltung gemacht. Du bist die Mami? Happy! Uli, mein Kind. Mein Junge. Ich habe mich jedenfalls bemüht, normal zu bleiben. Und ich
glaube nicht, dass ich arrogant oder was geworden bin. Gott sei Dank, sie hat nie so Allüren gehabt. Das hat sie nie gehabt. Sie war immer bescheiden. Gott sei Dank, nicht? Also ich hätte das, glaube ich, auch übel genommen, wenn sie arrogant geworden wäre. Ich habe mich immer gefreut, wenn die Leute erkannt haben. Nicht gerne, wenn ich in der Tramway war. Oder da haben sie gesagt, ist das nicht die da mitgespielt in dem Film hat? Also das habe ich nicht so gern gehabt. Aber sonst habe ich mich jedes Mal sehr gefreut, wenn man mich erkannt hat. Was ich nicht so gerne habe, die Selfies. Weil die Leute kommen dann, umarmen mich, puzzeln mich ab, weil sie wollen mich küssend in einem Foto haben. Also bitte, liebe Verehrer, tut keine Selfies mit mir machen. Normal fotografieren. Bitte, bitte. Manchmal sind sie schon ein bisschen lästig. Vor allem, wenn ich zum Beispiel aus dem Gloria-Theater, wenn ich ein Stück gespielt habe, ich komme raus, dann kommen sie, packen mich, wollen mich küssen. Also das habe ich nicht so gern. Ich habe nichts gegen eine Pussy, aber fremde Leute anschnuddeln, das mag ich nicht so gern. Der Unterschied auch ist groß zwischen einem Kinostar und einem Fernsehstar. Der Kinostar, der war immer mehr, weil da muss man hingehen und muss auch noch bezahlen, dass man ihn sieht. Beim Fernsehen sitzt man zu Hause und da steht diese berühmte Venedig-Gondel am Fernsehapparat bei vielen und das ist angesteckt und das Lamperl brennt und man ist Inventar. Kaum eine Schauspielerin hat in Österreich so viele Ehrungen wie Waltraud Haas bekommen. Ob das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien, das Ehrenkreuz für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich oder das Große Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst. Wieder ein Preis, ja. Also ich bin ganz gerührt, ehrlich, aber das ist, glaube ich, schon eine der schönsten. Dass ein Mensch geehrt wird, der aus der Abstempelung, die wir in unserem Beruf leider erdulden müssen, herausgekommen ist und eine Institution, das heißt die Haas geworden ist. Das erfüllt mich mit Respekt, Freude und ich gratuliere ihr wirklich von ganzem Herzen. Eins, zwei, drei, das ist und umdrehen. Schauspielerin, das. Frau Haas, umdrehen, das Gesicht braucht man auch dazu, schon runter. Noch nicht keck sein, gell? Schön immer lieb bleiben. Ja, ja. Durch ihre vielen Dreharbeiten in der Wachau ist sie zur Ikone und zur Botschafterin der Region geworden. Man macht sie dort zur Ehrenbürgerin. Na ja, wenn der Moser jetzt da wäre, dann sagt er, Haselein, schön brav sein, denn du hast es verdient, aber du gehörst zu mir, denn du stehst unter meinen Schutz, hat er immer gesagt. Was würde er denn zum Ehrenzeichen heute sagen, des Landes Wien? Brav, sehr schön ist das. Schön ist das goldene Ding, das muss der gut aufheben. Trotz aller Erfolge ist Waltraud Haas immer ein bescheidener Mensch geblieben. Ich bin nicht stolz, ich bin dankbar. Ich bin dankbar, dass ich das alles erleben durfte. Wenn ich auf das Publikum schaue und wenn ich sehe, dass die Leute mich mögen, das macht mich sehr, sehr glücklich. Sie ist keine künstliche Figur. Und das ist das, was ich auch in ihr liebe. Sie berührt die Menschen, sie bringt sie zum Lachen, sie weiß pointiert zu sprechen. Sie wusste, wenn sie auf die Bühne geht, was sie tut, wie sie es tut und weiß, wie sie ankommt. Die Waltraud ist so ein Diamant in der ganzen österreichischen Film- und Theaterlandschaft. So würde ich sie beschreiben. Und zwar ein herzenserwärmender mit einem großen Rubin noch in der Mitte. Wie kannst du fragen nach 100 Jahren, wie es damals gewesen ist? Und du wirst fragen, es war ein Paradies. Und zwar das Halbe war bei dir und du warst lieb und gut. Jede Stunde, das glaube mir, mich daran erinnern tut. Die schöne Zeit, die wir verbrachten, die war für uns allein. Wie kannst fragen nach 100 Jahren, es wird nicht anders sein. Wie kannst fragen nach 100 Jahren, es wird nicht anders sein. Wann wir auch manchmal gestritten haben, nicht einer Meinung waren, aber eines kannst mir glauben, wir waren die verliebtesten Neuen. Wie kannst fragen nach 100 Jahren, es wird nie anders sein.